Wir befinden uns auf dem alten St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg. Hier haben viele Prominente ihre letzte Ruhestätte gefunden. Beispielsweise die Gebrüder Grimm und einer unserer besten Boxer, Graziano Rocky Roccigiani. Am 1. Oktober 2018 ist er bei einem tragischen Autounfall in Sizilien ums Leben gekommen. Wir besuchen heute sein Grab. Denn genau, fast genau vor 25 Jahren, am 27. Mai 1995, hat er einen großen Kampf, vielleicht einen seiner besten Kämpfe, absolviert. Den gegen Henry Maske. 25 Jahre ist es jetzt her. Er hat umstritten verloren. Die Punktrichter haben Maske zum Sieger erklärt. Eine weiße Rose habe ich zum Gedenken an unseren Rocky mitgebracht. Blumen geschmückt das Grab mit Buchsbäumchen umrandet und das schlichte Holzkreuz zählt immer noch das Grab. Es ist ein Streit um den Stein entbrannt bei den Rockys. Einer ist fertig, von Ralf hat er anfertigen lassen. Doch die Tochter möchte ein anderes Denkmal errichten lassen. Im Juli soll es soweit sein. Schöne Stunden haben wir verbracht. Du im Boxring als Weltmeister, ich als Reporter für Bild am Ring. Ruhe in Frieden, Graziano.